Das letzte Mal bin ich geflogen, hat die Frau mich gefragt von Lufthansa am Frankfurt Flughafen, Sir, ein paar Fragen. Erste, Sir, sind Sie Mitglied in einer terroristischen Vereinigung? Ne? Und ich sagte, ich bin verheiratet. Ne? Was ist das für eine Frage, um Leute zu erwischen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele durchfallen bei dieser Frage. Ich kann mir nicht. Ne? Und dann die nächste Frage. Hat jemand Ihnen geholfen, Ihr Gepäck zu packen? Hat jemand Ihnen geholfen, Ihr Gepäck zu packen? Na, und dann hat sie auf Englisch gefragt, weil sie meinen Pass gesehen hat. Sir, did anyone help you to pack your bags? Did anyone help you to pack your bags? Hat jemand Ihnen geholfen, sage ich wieder auf Deutsch, Ihr Gepäck zu packen? Und ich dachte, es wäre so geil gewesen, zu sagen, nur mein Freund Mohammed, ne? Aber ich hab's nicht gesagt, weil ich wollte nicht, dass sie weiß, wie gut er packen kann. Alles? Aber echt, Fliegen ist nicht mehr schön. Und du willst den Koffer abgeben, du siehst ein Schild am Schalter mit Sachen drauf und diese Sachen dürfen nicht in das Flugzeug rein. Ne? Und das sind nicht kleine Sachen, das sind große Sachen drauf. Messer, Pistolen, Dynamitkolben, ein radioaktiver Behälter. Und in dem Behälter ist eine Handgranate. Eine fucking Handgranate. Eine Handgranate. Leute, gibt es Leute, die einchecken? Ne? Und dann sehen sie dieses Schild. Und sie denken, Scheiße, das haben wir nicht gewusst. Ne? Eine. Right, 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 right. Ne? Die denken, wir müssen jetzt alles umpacken. Die Handgranaten raus aus dem Handgepäck. Angelina, gib mal die Mama die Handgranaten. Angelina, gib mal die Mama die Handgranaten. Also sammelst die ein, Nico, gib mal Mama die Handgranaten, Nico. Alle Hand, ja, alle, Nico, alle, Nico. Da, ja, Nico, Angelina gab mir auch alle. Angelina spricht mit Nico. Nico, du Wichser, gib Mama die Handgranaten. Und dann sammelst du die Handgranaten ein, es dauert ewig, du packst sie in den großen Koffer, gibst den Koffer ab und was sagt die Frau von Lufthansa? Es tut mir leid, sie haben jetzt übergewischt. Ne? Und dann sagst du, ja, ich weiß, es sind die Handgranaten, ich sehe es so. Ich fliege immer Economy, weil Business kostet dreimal so viel. Na, dreimal so viel in den USA, 3000 Euro statt 1000 Euro und du kommst nicht früher an. Es ist Wahnsinn. Ne? Ich fliege immer Economy und ich kriege immer fette Leute neben mir. Ich kriege immer fette Leute. Ne? Kennt ihr das? Du sitzt am Gang, na, und der Platz hier ist leer und Leute kommen dir entgegen. Fette Leute kommen dir entgegen und du denkst, bitte geh weiter. Geh weiter. Weißt du? Du siehst nett aus, aber du bist fett und geh einfach weiter. Ne? Und ein Russe kam mir entgegen, ein total fetter Russe. Ich dachte, geh weiter, bitte geh weiter. Ne? Aber er konnte nicht weitergehen, weil wir waren schon hinten. Ne? Und dann stand er direkt, der zeigte mir sein Ticket, der sagte zu mir, das ist meine Reihe. Und ich habe gesagt, das stimmt, aber das ist das falsche Flugzeug. Und das hat eine Minute geholfen, eine Minute. Ne? Kam er wieder zurück, nein, das ist meine Reihe, setze sich hin. Und wir kämpften die ganze, kennt ihr das? Wir kämpften um die scheiß Armlehne, die fucking Armlehne. Die fucking Ami-Russe kämpfen um die Armlehne. Die Armlehne war wie die Krim. Die war wie die Krim. Ich dachte, ich gehe einmal pinkeln und die Krim ist für immer weg. Die ist für immer weg. Ne? Blasenschwäche einfach so, weil ich. Ne? Dann fragte mich über den Ozean: Fliegen Sie auch nach Amerika? Und ich sag, nein, ich spring gleich aus. Ich habe ein anderes Ticket. Ich habe ein Fly-Swim-Ticket. Das ist mein Ticket. Ich fliege 1000 Meilen und dann swimme ich 4000 Meilen. Und wenn ich vom Hai nicht aufgefressen werde, dann krieg ich ein Fahrrad in New York und dann radle ich durch den Lincoln Tunnel und dann bin ich in New Jersey. Und, hallo, alles okay? Alles okay? Ich hasse das Essen auch. Essen in Economy hinten, du kannst vor, du kriegst irgendwas. Na, die Frau sagte zu mir, möchten Sie Hühnchen oder möchten Sie Fisch? Ich habe gesagt, ich möchte Hühnchen. Sie sagte, tut mir leid, wir haben nur Fisch. Na? Ich sagte, dann müssen wir zurückfliegen.
Warum sagt sie das? Na, das ist wie wenn eine sexy Frau zu dir sagt, na, sexy Frau aus Unna, sexy Frau zu dir sagt, willst du mit mir schlafen? Und du sagst, ja, gerne. Und sie sagt, kann ich mir vorstellen. Na, das ist so.